Hi, ich bin einfach Jannis und ja, das ist ja hier mein Zweitkanal und heute reden wir mal ein bisschen über NBA 2K20. Ja, NBA 2K20 habe ich mir jetzt gegönnt, war ja umsonst für PlayStation Plus Kunden. Ja, das letzte NBA 2K, was ich gespielt habe, war 2016 und das hat sich echt viel verändert. Warum habe ich nicht NBA weitergespielt? Also ich bin ja ein großer Basketballfan, ich bin Knicks-Fan und ja, das sagt ja schon alles so. Seit 2016 waren die Knicks eigentlich immer so schlecht, dass es eigentlich keinen Spaß gemacht hat, weil ich ja immer am liebsten halt online gespielt habe mit meinen Knicks. Und ja, wenn man dann so ein, ich sag mal, Trash-Team hat, ne, was einfach zusammengecrashed ist und irgendwie nicht funktioniert, dann macht das gar keinen Spaß zu zocken damit. So. Deswegen habe ich mir nie gekauft, weil es einfach zu teuer war, dafür, dass ich so ein bisschen Spaß damit mal zwischendurch habe. Jetzt war es halt gratis. Und ja, worauf ich hinaus will, ist die Einzelspielerkarriere, die ist ja der Hammer. Ich habe gestern fast 3 Stunden gespielt. Ne? Video ist hier auch irgendwo auf meinem Kanal. Ich verlinke das mal hier drunter gleich. Also ich werde es auf jeden Fall komplett durchspielen, habe ich richtig Bock drauf. Und das ist der Oberhammer. Also ich finde einfach die ganze Aufmachung, die Story, so, ich will nicht spoilern mit der Story so, aber sie macht mega viel Spaß und die Entwicklung, die da drin steckt, ist einfach atemberaubend. Also erstmal habe ich fast wie eine halbe Stunde fast verbracht, meinen Charakter herzustellen. Meine Frau hat mir so ein bisschen geholfen dabei. Ich habe ein Latino gemacht, ne? Ich lebe ja in Chile und deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Des Weiteren sind wir, ja, wir sind noch nicht mal gedraftet. Ne? Ich habe fast 3 Stunden gespielt, wir sind nicht mal gedraftet worden. Wir arbeiten an unserem Draft. Mal gucken, ob wir es heute Abend schaffen, gedraftet zu werden. Da gehe ich wieder live, immer zur deutschen Uhrzeit ab 1 Uhr. Bei mir ist dann so ungefähr 20 Uhr. Also Zeitverschiebung ist halt auch ein bisschen mies, gerade wegen der Winterzeit hier. Da sind 6 Stunden. Wenn bei euch wieder Winter ist, dann sind es nur noch 4 Stunden. Also von daher, na, müsst ihr das dann nachträglich angucken, wenn ihr Bock auf mich habt. Ansonsten kann ich euch meinen Hauptkanal empfehlen auch, ne? Einfach Jannis heißt der. Ja, kommen wir zum Spiel. Das Spiel ist eigentlich mega krass aufgemacht. Vor allen Dingen die Musik ist der Oberburner. Ich bin ja ein großer Hip-Hop-Fan und Hip-Hop ist en masse drinne. Also das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, man hat nicht so viele Möglichkeiten. So, es gibt solche Situationen, wo man entscheiden kann. Und es gibt einige Situationen, wo man dann denkt, oh, man kann jetzt entscheiden. Aber dann kommt gar keine Entscheidung. So, zum Beispiel so ein Sponsorenvertrag. So, da sind sie am Labern und dann entscheidet sie sich dagegen und so. Ich dachte, ich kann das dann selber halt entscheiden. Kommt wahrscheinlich dann im Laufe des Spiels noch irgendwann. Aber diese Situation war so ein bisschen so, oh geil, ich kann mich jetzt entscheiden. So, aber nein, kommt nicht. Ich war voll vertieft im Spiel. Was mir richtig gut gefallen hat, sind halt die kleinen Zwischensequenzen mit irgendwelchen NBA-Stars, mal irgendwie auf dem Rockefeller-Platz spielen oder sowas, finde ich richtig gut, dass du deine Szenarien halt ein bisschen selbst wählen kannst. Was mir überhaupt 0% gefallen hat, ist, es gibt so ein Camp, wo man halt hingeht dann und wo man halt so kleine Games, Minigames macht und die Sponsoren dich beobachten halt. Und da habe ich so verkackt, weil es einfach alles so schwer war. Und man hat halt nicht die Möglichkeit, das zu wiederholen. So. Wenn du es verkackt hast, hast du verkackt. So. Also, ne, da gab es so einen Bankdrücken-Modus und ich habe so lange gebraucht, dass ich ja nicht mal ansatzweise verstanden habe, wie das funktioniert. So. Ich habe mir dann irgendwann Videos angeguckt, noch im Internet, wie das geht. So. Und ja, eigentlich ist es ganz simpel, aber man hat halt nicht die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. So. Wenn man dann halt verkackt hat, hat man direkt verkackt. Man hatte 2 Probeversuche und danach den richtigen. So. Schade, gab es nicht die Option, dass man dann halt so, ne, wiederholen drücken konnte. So. Was richtig schade war, so, ne? Weil ich es einfach richtig verkackt habe. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich will das Spiel weiterzocken und ja, ein großer Punkt, den ich noch unbedingt ansprechen will, bevor ich das Video beende, ist, dass man kann Classic-Teams jetzt spielen. So. Das wusste ich auch nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, meine Knicks kann ich dann wählen und die Knicks gibt es dann so einen Teamkader mit den besten Spielern, die jemals bei den Knicks gespielt haben. Also auf jeder Position ist der beste Spieler in seiner All-Time-Karriere oder beziehungsweise 2 oder 3 Spieler so, ja, weil es gab immer ja mal ein paar mehr und ja, Basketball-Teams bestehen ja aus vielen Spielern. Ja, mega geil, das hat so viel Spaß gemacht. Habe ich natürlich direkt verloren, meine ersten NBA-Erfahrungen direkt verkackt. Naja, euer Jannis, auf Wiedersehen und lasst uns mal ein bisschen ballen auf dem Court. Auf Wiedersehen. Ciao, 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 ciao. Up to the sky.